Jemand, der sich für Journalismus als Studiengang interessiert und nachher auch als Beruf interessiert, der sollte natürlich ein neugieriger Mensch sein. Er sollte hartnäckig sein, er sollte es wissen wollen, was hinter den Dingen steckt, was mit dem einen und mit dem anderen zusammenhängt, und er sollte ungnädig sein. Ungnädig seinen eigenen Werkstücken gegenüber. Journalismus ist eines der bedeutsamsten Fächer, die es gibt im Bereich der Sozialwissenschaften. Einfach deswegen, weil man mit diesem Fach eine große Verantwortung danach übernehmen kann. Journalismus ist sehr stark im Umbruch und im Aufbruch. Es gibt vieles, was sich verändert, vor allen Dingen in Richtung digitale Mediengesellschaft, digitale Transformation. Man braucht nach wie vor beispielsweise Fertigkeiten zu recherchieren, aber es kommen neue Möglichkeiten zu recherchieren hinzu. Man braucht nach wie vor die Fertigkeit, Geschichten so zu erzählen, dass jemand anderes dann auch komplizierte Inhalte verstehen kann. Aber es kommen neue Instrumente dazu, dass ich dann eben Geschichten auch multimedial erzählen kann, dass ich auch ganz andere Elemente, beispielsweise Games-Elemente und so weiter, dann mit einfügen kann. Und da ist also wirklich sehr viel in der Veränderung. Absolvieren wir einen sehr vielfältigen Arbeitsmarkt vor sich. Das können zum einen ganz klassisch Medienunternehmen sein, dort Redaktionen sein. Das kann aber auch die Wissenschaft sein. Es kann auch im Bereich sein der angewandten Journalismusforschung. Und es kommt hinzu, dass sehr stark auch unternehmerisches Wollen gefragt ist, weil doch immer mehr Journalisten mindestens mal eine Zeit lang auch als Selbstständige arbeiten, und das ist so der dritte Hauptbereich.